Bei diesem Wetter schien nicht der Oberstdorfer Musiksommer auf das Nebelhorn einzuladen, sondern das Nebelhorn den Musiksommer. Schon im Vorfeld fand sich das Publikum ein und genoss das Panorama. Für die Organisatoren bleibt es bis zum letzten Moment stets spannend, ob das Konzert wie geplant im Freien stattfinden kann. Das Besondere ist immer die Kulisse und das Wetter, auf das man natürlich angewiesen ist. Wir erleben das Jahr für Jahr. Einmal findet es im Freien statt, einmal müssen wir in den Saal ausweichen. Und genau diese Spannung, die man am Nachmittag schon immer hat, dieses Ungewisse, kann das Konzert im Freien stattfinden oder nicht. Und wenn es im Freien stattfindet, hält die Temperatur, hat man einen schönen Sonnenuntergang. Das ist eigentlich das, was diese Konzerte auf 2000 Meter Höhe so besonders macht. Und dieses Jahr ist das Besondere vor allem, dass die Sinfoniker die Berge erklingen lassen. Das Ensemble besteht seit fast 30 Jahren und will seine Zuschauer auf eine akustische Reise in die verschiedensten Winkel der Welt einladen. Ich erwarte mir vor allem für das Publikum einen schönen Abend in spektakulärer Kulisse bei diesem wirklich fantastischen Wetter. Also wir sind sehr begeistert und wir versuchen einfach so ein bisschen die Hochkultur auf den hohen Berg zu bringen und zu schauen, was daraus wird. Also wir haben mal in einem Schwimmbad gesungen in der Schweiz, aber drinnen, draußen, vor so einem Panorama kann ich mich nicht erinnern. Also das ist sensationell. Das ist ganz, ganz toll. Von der Musik getragen, das waren nicht nur die Gleitschirmflieger am Nebelhorn, auch die Zuschauer genossen sichtlich sowohl die Musik als auch das Panorama. Die Stimme ist natürlich ein Instrument, mit dem man die Leute in ihrem tiefsten Innersten erreichen kann. Also wenn es ein Jodler ist, wir haben sogar ein Jodelstück, ich weiß nicht, was wir heute singen werden, aber daher wird es passen. Also die Bergmusik, die Volksmusik, die wir in dem Sinn ja nicht machen, aber ist was, was die Menschen erreicht. Und wir versuchen es mit unserer Musikauswahl zu schaffen heute. Dabei geht die musikalische Reise von Italien über Frankreich bis sogar Japan. Die Sinfoniker hatten aber auch Gedichte wie das Nasenmadrigal von Orlando Di Lasso zu bieten. Nasen wie die Affennasen, Draht mit Kraft, mit klaffenden Ohren und an dem Ohr. Die Musikauswahl haben wir getroffen. Just Songs heißt ja übersetzt einfach nur Lieder. Das heißt allerdings nicht, dass wir einfach nur Lieder singen. Das sind Lieder, die wir gerne mögen, die wir gerne singen und die aber auch zum Teil ganz viel miteinander zu tun haben. Das sind Lieder aus 5 verschiedenen Jahrhunderten, von der Renaissance bis in die Jetztzeit. Es geht vogelwild durch die Gegend, es gibt englische Madrigale, es gibt französische Liebeslieder und es gibt den Chatroom von Ennio Schneider. Das ist ein neues Stück, das ist quasi richtige Avantgarde mit wirklich einem rasend schnellen und artistischen Text. Also es gibt eine bunte Palette zu hören. Online-Chat. Chatroom entstand aus wirklichen Texten im Internet und sorgte unter anderem für Unterhaltung. Capchat, Google Talk, Chat, Noir, Mailbox, StudiVZ, Gado, Gado, Web, Dating, Chatten, Daten, Freunde finden, 2 Millionen Members, Chatten, Daten, Freunde finden. Wake up. So genossen die Zuschauer das Konzert bis zum Abend. Für das nächste Jahr erhoffen sich alle auf dem Nebelhorn wieder so viel Glück mit dem Wetter zu haben wie dieses Jahr. Fiori, duque di dolci umori.